So, dann herzlich willkommen zum JFT Live Trading TV. Der Auftakt, sage ich mal, beim DAX lief jetzt nach Maß. Denn hier am Wochenende wurden hier die Rücklaufsszenarien eben skizziert, wo mögliche Einstiege oder womöglich gute Einstiege liegen. Der Xetra DAX hat jetzt rund 120 Punkte abgegeben, der DAX Future rund 150 Punkte und so steht jetzt der Xetra DAX ja an der oberen Ecke schon der ersten Kaufzone. Da das jetzt aber doch relativ flott nach unten ging, ja, wäre jetzt hier wirklich ein Touchieren der Rainbow Oberkante bei ja, knapp unter der 10.200er Marke denkbar. Also einfach ein Rücklauf. Hier liegt ja auch dann noch der EMA 200. Noch ein Stück knapp darunter, der liegt bei 10.171. Also, ja, hier darf man jetzt im 5-Minuten-Chart oder im 1-Minuten-Chart irgendwo in der Gegend nach Umkehrsignalen schauen und ja, dann spekulativ vielleicht eine Long-Position gleich wieder einnehmen. Denn wie gesagt, die Muster geben definitiv Spielraum für weitere Kurssteigerungen. Beim Future, beim Index Future, ja, liegt bei 10.220 der EMA 38, beziehungsweise eine wirklich gute Auffangzone liegt eben hier erst bei 10.110 Punkten etwa, beziehungsweise ja 10.130 Punkten. Also hier gibt es schon noch Spielraum nach unten. Allerdings war eben letzte Woche, beziehungsweise auch noch am Freitag, der DAX relativ stabil. Aber nichtsdestotrotz war eher eben eine Abwärtsbewegung, die jetzt eben stattfindet, denkbar. Zu den Forex-Setups, was hier gab es, Pfund gegenüber Yen hat hier das Kursziel oben erreicht, war ja nur ungefähr hier angegeben, da war jetzt mal wirklich hier der Ausbruch, erste Sahne, das Ausbruchsszenario, man lief hier so gut wie überhaupt nicht in den Verlust oder gar nicht in den Verlust und hat das Kursziel dann im Nu erreicht. Euro-Yen habe ich heute Morgen ja noch skizziert. Hier ein Rücklauf ja, bis 124,50. Beziehungsweise jetzt hier im Chart war es dann eigentlich auch nur 80. Das hat dann jetzt hier das Währungspaar schon abgeliefert. Allerdings wäre hier auch noch eben knapp hier bis 24,50. Es geht nochmal kurz hoch, dann nochmal runter, um hier das hoch zu nicht ganz zu berühren vielleicht, aber nochmal anzulaufen und dann eben eine Trendwende einzuleiten. Das passt hier im Prinzip auch. Und ja, was ein bisschen Kopfzerbrechen eher macht, ist das Pfund gegen US-Dollar. Ich habe es hier in der, ja, in der Nacht noch einen Ausbruch. Das wird ist aber nur, ja, wird ja nur die halbe Stunde eben noch gerechnet, bevor dann eben Mitternacht der neue Handelstag dann beginnt. Hier liegt jetzt der Kurs wieder direkt auf der ehemaligen Widerstandszone, was jetzt halt eine Unterstützungszone ist. Passt auch, aber es sollte jetzt hier ja definitiv nicht mehr unter das letzte Tief hier gehen oder auch nicht mehr unter den Rainbow. Allerdings wäre jetzt hier ja auch das Tief und der Rainbow relativ eng beisammen. Das war es jetzt hier bei den Forex. Die anderen Setups, die ich jetzt hier habe, ich muss mir nachher noch einen anderen Desktop basteln, damit er übersichtlicher wird, waren ja Setups im Goldminenbereich. Da liegt eben Gold leicht im Plus, Silber auch. Da darf man wirklich gespannt sein, ob Gold jetzt vielleicht echt weiter steigt und die Goldminen eher zur Korrektur neigen, weil hier sind die Muster zwar noch nicht ganz so ausgeprägt für eine Korrektur, die müssen erstmal ein paar
ja, Signale triggern, sage ich mal. Ein paar sind in meinen Augen schon ja korrekturreif, wie jetzt eine Ashanti Gold. Ja, wenn man jetzt hier sieht, ja, hier war ich für den Ausbruch da bullish, allerdings war hier eben, nachdem es hier zweimal nach runter ging, weiß ich noch ganz genau, in dem Video habe ich gesagt, ja gut, hier ja eher nicht, das Kaufsignal oder das Verkaufssignal mit Long wurde ja nicht erreicht. Und wenn man jetzt hier sieht, das war es dann schon wirklich ärgerlich, hat man hier eine deutliche Aufwärtsstrecke verpasst. Aber wie gesagt, ich wollte dann nicht mehr hier hinter hergehen und in den Edelmetallen waren wir ja dann auch immer positiv bzw. long eingestellt und haben da einiges mitgenommen. Bei den DAX-Setups, hier ist eben, oder beziehungsweise hier MDAX noch. Guidance ist so. War der Ausbruch ja da, darf ruhig nochmal ein Rücklauf hier stattfinden bei Dürr. Den Stopp muss man aber allerdings wirklich im Auge behalten. Die ThyssenKrupp. Ja. Ja, wäre jetzt hier eben auch ein Rücklauf, nochmal nicht ganz so tief wie letztes Mal angezeigt und dann eben nochmal eine weitere Aufwärtsbewegung denkbar. Also hier ist der Bereich, sollte es wirklich ein Rücklauf hier bei dem Gap, hier wäre es dann wirklich interessant, sollte die ThyssenKrupp hier runterfallen. Aber Short, ja, wäre mir hier zu riskant, eher nochmal dann ein Longwagen, Salzgitter. Ja, gibt es weder Long noch Short im Moment. Was ein wichtiges Level ist hier, die 31,20. Die Bayer hat jetzt hier ein Umkehrsignal an der 200-Tage-Linie hingelegt und darf dann, wie ist hier nicht gespeichert worden, darf jetzt hier rund auf dieses Hoch bei rund 106,50 oder sowas fallen. Dann wäre es auch schon wieder interessant für einen Long-Einstieg. Telekom, da ist der Spielraum nach unten jetzt wirklich gering. Ist hier jetzt fast ja, punktgenau angelaufen worden, der EMA 200 und die Abwärtstrendlinie. Also hier sollten ja, die Investoren, die Fonds, die auch auf so einen Ausbruch spekulieren, ja, bereit sein, schon zu kaufen. Spätestens allerdings eben hier bei dem Gap Close bei 15,30 ist ja, das Ende der Fahnenstange oder der ja, erreicht, wo man dem Wert noch geben kann, um dann das Aufwärtsszenario. Um das Aufwärtsszenario noch zu rechtfertigen. Ja. K&S, der Ausbruch, ja, ist heute natürlich auch negativ erstmal. Oder die Tageskerze ist jetzt negativ, aber liegt man ja deutlich im Plus. Das war's erstmal. Danke fürs Zuhören und ja, kann man noch mal kurz zum DAX schauen, was der gerade noch macht, ob der noch, ja, kleine Bewegung nach oben. Hier im 5-Minuten-Chart ist jetzt hier schon eine Hammerkerze entstanden. Darf ein Rücklauf stattfinden. Ja, aber lieber wäre es mir hier natürlich, dass man hier einen Rücklauf, ja, direktes Touchieren noch hier passiert. Also, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und bis später.